Herzlich willkommen zu unserem Elfi Highlight. Was ist guter Humor? Muss eine Person überhaupt lustig sein, um guten Humor zu haben, oder reicht es auch schon, wenn man das Richtige im richtigen Moment sagt? Wir von den Solothurner Passanten wollen wissen, wie sie guten Humor definieren und ob sie irgendwelche Witze kennen. Wie definieren sie guten Humor? Einfach lustig sein und so, keine Ahnung. Egal, freundlich sein, ja. Einen nicht unter der Gürtellinie. Guter Humor hat eigentlich viele Gesichter so zu sagen. Ich finde einfach, wenn jeder darüber lachen kann, also ja. Einer, der auch intelligent ist. Also nicht der abmacht oder so, sondern so wie Charlie in Paris. Ja, wenn sie mich zum Lachen bringt, weil teilweise so ein bisschen so Hidden Messages, so ein bisschen versteckter Humor, habe ich ganz gerne. Wenn man lachen kann mit Freundinnen und ja, wenn man den gleichen Humor hat, ist es auch besser. Ja, ja, das. Und wenn man auch verschiedene Humorarten versteht, so schwarzer Humor und so. Also ich persönlich finde das recht lustig und so. Ja. Also guter Humor ist für mich eine Sache, wo man lustig ist. Über sich selber kann lachen, aber auch Witze machen. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist eine wichtige Charaktereigenschaft, finde ich. Wie fest schätzt ihr Humor an einer Person? Ja, viel. Dann hat man viel Spass mit der und so. Ja. Ja, ehrlich schon. Man braucht schon guten Humor. Wieso denn? Ja, dann versteht man sich gut. Hoch. Höchi. Wieso denn? Ja, ein Mensch ohne Humor ist, glaube nicht so angenehm. Also. Eigentlich ganz viel, weil eine Person ohne Humor ist ein bisschen komisch. Ziemlich. Ja. Wieso denn? Was ist das Wichtige daran? Ja, da kann ich aber wieder lachen, weil es ist einfach witzig. Für mich ist Humor sehr wichtig. Wieso denn? Das ist nicht lustig. Ja, also es macht eine Person gerade viel sympathischer, wenn man den gleichen Humor hat, mit ihr kann lachen kann, je nachdem. Und ja, es ist recht wichtig. Ja, also ich finde es eigentlich das Wichtigste an einer Person. Weil ja, das macht ja macht einfach viel mehr gerade aus, wenn man viel Humor hat und so. Ja. Sehr, weil ich glaube, wenn man keinen Humor hat, kann man auch nicht ganz glücklich sein. Also, man muss ja über sich selber auch mal lachen können. Aber gleich auch mal über andere dürfen lustig sein. Darum finde ich das schon sehr eine wichtige Eigenschaft. Was ist für euch schlechter Humor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Verarschen und anlügen. Eben unter der Gürtellinie. Also, ja. Wenn es rassistisch wird, dann finde ich es nicht so gut. Ja, wenn es unter der Gürtellinie ist. Zynisch oder so, ja. Wenn es über andere ist und andere Leute müssen darunter leiden. Ja, wenn man sich über Menschen lustig macht, finde ich das ja, schlechter Humor. Wenn es rassistisch ist oder so Äthiopier-Witze, wie meine Bekannten und Verwandten und Freunde wissen, das finde ich ganz schlecht. Was für Kategorien kennen Sie unter den Witzen? Keine. Keine. Gute und schlechte. Ganz viel. Also, es gibt ja auch ganz viel. Von A bis Z. Viel eigentlich. Jesus, ich kann Hitze nicht behalten. Sicher nicht, ich kann sie einfach nicht behalten. Relativ viele Witze. Also so Kategorien von schwarzem Humor, nach flachen Witzen, Frauenwitzen, Blondinenwitzen. Ich weiss etwas. Was? Flachwitzen. Und weiss ich sonst nicht. Also Flachwitzen kenne ich. Sonst weiss ich jetzt gerade nicht. Ja, Kinderwitze oder so Sachen. Flachwitze, Blondinenwitze. Schwarzer Humor gibt es ja auch noch. Dann ja, über die ganze Nationalität. Also jede Nation hat ja glaube auch ihre eigenen Witze. Ja, die. Welches ist denn eure Lieblingskategorie? Ja, eigentlich keine. Gar nicht. Die guten, ja. Ich kann eigentlich alles gerne. Es muss Hauptsache, es ist witzig. So, eben so, zum Lachen finde ich am meisten Flachwitze lustig. Und sonst, ja, so Hidden Messages. Flachwitze? Ja, ich glaube so. Könnt ihr uns irgendeinen Witz erzählen? Nein, ich will es kennen.
Man kann gar keinen nicht sehen. Das kann ich nicht. Ich kann sie nicht behalten. Gib mir gerne Mühe, aber ich kann sie nicht behalten. Vielleicht auch so ein Anti-Witz. Die Glühbirne fliegt um die Ecke und fliegt am Boden. Ja. Ein Mann ist im Restaurant und dann ruft der Kellner und sagt, zahlen bitte. Dann sagt der Kellner 7, 23, 35, 100 und so weiter. Ich weiß gerade nicht. Eine Kugel rollt um eine Ecke und geht um. Aber der ist nicht so toll. Der ist etwas langweilig. Aber ja. Es geht einem Mann an eine Beerdigung und stellt fest, dass der Grabstein von dem, der tot ist, als Herz geformt ist. Dann fragt er seinen Nachbar, du, wieso ist dem sein Grabstein ein Herz? Und dann sagt dieser, ja, hast du nicht gewusst, der gestorben ist, war Herzchirurg. Dann fängt der andere wieder an zu lachen. Dann fragt dieser, ja, was ist jetzt so lustig, wir sind ja an einer Beerdigung. Dann sagt dieser, nichts, ich habe mich nur gerade gefragt, wie mein Grabstein aussieht, ich bin darum Frauenarzt. Das war es vom Elfi Highlight. Hoffentlich haben wir mit unserem Elfi Highlight rund ums Thema Humor auch Ihnen können ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Wir von Jump TV wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend.